Also der Helfertag, der steht ja in so einer ganzen Reihe von Projekten, wo wir beim KSC gesagt haben, dass in Zukunft werden Profifußballvereine auch immer daran gemessen werden, was sie für den Planeten tun. Und da geht es halt um die Gesellschaft an sich, da geht es aber auch um Natur- und Klimaschutz. Und die Projekte, die wir zum Helfertag machen, haben natürlich direkt damit zu tun. Wir sind jetzt gerade im Tierheim. Wir als Hauptsponsor des KSCs, die CG Lumentum, und mit unserem regionalen Vertretung hier mit der GEM, haben uns beschlossen, den KSC-Helfertag zu unterstützen. Wir haben schon ordentlich gestrichen. Die Hände sind schon schmutzig und wir sind hier schon mit der ersten Wand komplett fertig. Es macht sehr viel Spaß, dass wir hier gemeinsam mit den Leuten aus dem Tierheim, gemeinsam mit Leuten vom KSC und von unserem Unternehmen einfach unterstützen können. Natürlich ist es wichtig, dass ein Sponsor aktiv auftritt, ja, und dass er erkennbar ist und dass wir gemeinsam mit ihm Projekte machen, wie jetzt eben den Helfertag. Und da ist es vorbildlich von der CG Lumentum und von der GEM Ingenieurgesellschaft, dass sie auch mit Mitarbeitern hier sind, die dann selber helfen. Wir sind 15 Helfer auf 3 Projekte verteilt und es war bei uns gar keine Frage, dass wir hier helfen, weil es geht um die gute Sache und da wollte man mit gutem Beispiel vorangehen. Wir, das Justice Project, wir setzen uns für Betroffene von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung ein. Hier in diesen Räumlichkeiten ist unser Bereich Oase, das ist unsere Beratungsstelle für Betroffene von Menschenhandel. Hier haben wir auch ein Lernzentrum mit einem vorbereitenden Integrationskurs. Hier in dem Raum findet dann auch die Kinderbetreuung für deren Kinder statt. Also wir sind hier, bauen Möbel auf, putzen nach Umzug hier das Justice Project ein bisschen durch. Ich hänge Lampen auf, beziehungsweise meine 2 linke Hände versuche ich das, aber ich habe gute Helfer an meiner Seite. Ja, und Schränke aufbauen, dass hier dann nächste Woche, denke ich mal, Normalbetrieb stattfindet. Also ich bin Mitarbeiterin der Paritätischen Sozialdienste, die, wie der Name das schon andeutet, wir haben Angebote und Dienstleistungen für ältere Menschen, für Familien, für Kinder, auch für Ehrenamtliche. Ja, wir sind abgestellt, um hier ein bisschen die Beete sauber zu machen, das heißt ein bisschen sich ums Unkraut zu kümmern. Meine Frau wäre vielleicht froh, ich würde es daheim eher machen, aber ich glaube, heute jetzt für den guten Zweck hier kommt man ein bisschen ins Schwitzen, aber das gehört dazu. Also die Johannesdiakonie betreut Menschen mit geistiger Behinderung, vorwiegend geistiger Behinderung, im Wohnen und auch in der Tagesgestaltung. Hier leben im Haus 21 Menschen, die überwiegend auch aus der Stadt oder aus dem Landkreis Karlsruhe stammen. Früher aus Mangel an Plätzen dann aber woanders gewohnt habe. Und wir haben das Haus vor 3 Jahren eröffnet und haben damit auch Menschen die Möglichkeit gegeben, in ihre Heimatregion, Heimatstadt und vor allem in die Nähe der Familie auch wieder zurückkehren zu können. Ich habe jemanden kennengelernt, der beim KSC schon seit 30 Jahren Mitglied ist. Dem seine Frau hat ganz viel Kuchen gebacken und mitgebracht. Das hieß, er soll auch auf jeden Fall alles essen. Und er hat auch tatkräftig uns gesagt, weil er ein bisschen mehr Erfahrung hat, wie wir hier die Sachen erledigen sollen. Aber ich finde, das ist eine gute Sache. Und wenn schon mal sowas organisiert wird, wo man sich einfach ehrenamtlich engagieren kann, zu sagen, hey, man hilft einfach mal an Stellen, wo es vonnöten ist, dann macht man das doch auf jeden Fall. Wir haben schon mal uns sehr gefreut, dass jetzt beim ersten Helfertag bei den 5 Projekten rund 100 Helfer dabei sind. Und das wollen wir auf jeden Fall fortsetzen, dass es das nächste Mal dann am besten 200 sind.